Plattsport, der Sportpodcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich begrüße unsere ganzen HörerInnen zur 94. Folge Plattsport. Wir melden uns vom Abgrund, war mal von Günter Koch vom Bayerischen Rundfunk, der Mann mit dem fränkischen rollenden R, meine Ansage. Heute ist es ein bisschen anders. Heute ist der 24. Februar 2022 und tatsächlich gibt es jetzt Krieg in der Ukraine und wir haben ein bisschen heute überlegt, ob wir das hier machen, ob wir uns einfach nur selber therapieren in einer Runde, die ihr schon ein bisschen kennt. Und wir haben gesagt, ach nee, komm, wir drücken doch mal auf den Aufnahmeknopf und schauen mal, was wir heute Gehaltvolles auch zum Thema Fußball sagen können. Und wer sind nur wir? Wir sind drei junge, attraktiv aussehende Männer aus Berlin, ja. Und mit mir hier endlich mal wieder, ich glaube seit einem Dreivierteljahr mal wieder in der Konstellation, aus Spandau in der linken Ecke, Rolf Grande, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Martin. Und in der blauen Ecke. Oder, nee, in der rechten Ecke, in der roten Ecke. In der roten? Ja, der Mann aus dem feuerroten Spielmobil, so zumindest wenn man das Bild, was er sozusagen uns hier transmittiert, auf unseren Computer mit einem Hoodie, ja, was steht da drauf? Wichtig ist auf dem Deckel, ja, Union und Werder-Fans oder Podcast-Tellereien. Ja, da ist er wieder, Ralf Politz. Hallo Ralf. Hallihallo. Hallo Martin. Schön mal wieder dabei zu sein. Schön, dass es uns mal wieder gibt. Schön, dass wir uns mal wieder hören. Ja. Naja, klar. Waren ja nur eine Dreivierteljahr nicht am Start. Ja, aber man muss ja manchmal auf den Pauseknopf drücken und danach fängt man dann irgendwie wieder an. Genau, da sind wir wieder. Ja. Wie geht's euch? Auch ganz ohne vegane Wurst, mit einem schönen Bier und deftigen Sprüchen. Ich bin wieder da. Schön. Und Spandau. Wir rufen. In Spandau ist auch alles wunderbar. Die Sonne scheint. Auch in Spandau. In Spandau scheint die Sonne. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Das letzte Mal, glaube ich, habe ich das gesagt, als ich selber in Spandau war. Irgendwann mal vor 20 Jahren. Naja, ja, also die Laune ist tatsächlich auch ein bisschen gedrückt, was heißt ein bisschen, die ist erheblich gedrückt, weil niemand weiß, was jetzt so in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren auf uns Menschen zustoßen wird und das ist diesmal kein Virus, wo wir mit eigenem Verhalten die Sache so ein bisschen beeinflussen können. Tatsächlich gibt es jetzt Krieg in Osteuropa und gar nicht so weit weg, also ungefähr so weit weg von hier wie nach Rom. Und das ist sehr nah und das ist alles, also man muss es jetzt auch gar nicht sagen, was heute an dem Tag alles so passiert und gesagt wurde. Das ist auf jeden Fall sehr beängstigend und macht keinen Spaß. Und trotzdem, ja, ich muss euch beide trotzdem fragen, Rolf, wie geht's dir denn damit heute so? Tatsächlich, als ich das erfahren habe, hat es mich schon geschockt, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass das tatsächlich passiert ist. Vielleicht bin ich da ein bisschen naiv gewesen. Aber es schockt mich tatsächlich, dass sowas passiert in Europa. Und ich hoffe halt einfach, dass es auch entsprechende Konsequenzen hat, weil ich der Meinung bin, dass Angriffskriege nicht folgenlos für den Angreifer sein dürfen. Ralf? Und was war so dein erster Gedanke heute Morgen? Na, ich habe eigentlich gedacht, dass Lügen Putin hier nicht seine Worte in Taten umsetzen wird und das wahrmacht, was er angedroht hat. Ich dachte immer, die Drohkulisse ist das, was ihn ausmacht. Er droht und ja, um möglichst viel vom Westen zu erpressen und ja, was auch immer. Aber dass er das wirklich wahr macht und im 21. Jahrhundert hier noch eine
einen Angriffskrieg zu führen gegen einen unabhängigen Staat. Hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht geglaubt, dass sowas noch möglich ist. Also ich muss echt sagen, dieser Hampelmann oder dieser Typ da in Moskau, ich glaube, den soll der Blitz beim Scheißen treffen, sozusagen. Ja, Entschuldigung, kann man wegpiepen. nö, ist alles gut. Ich glaube, das und noch mehr haben andere Leute heute auch Ja. gedacht. Ich meine, ansonsten ist es natürlich schwierig, meine, zu überlegen, ob man da heute über Sport redet oder ob man gar nicht redet oder ob man sich in die hinterste Ecke verkraucht und einfach sagt, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich rieche nichts. Aber ich glaube, so weit sollte man es eigentlich nicht kommen lassen, dass so ein Typ unser Leben beeinflusst. Sehe ich ganz genauso. Aber lass uns kurz mal über die sehr kurzfristigen sportlichen Dinge reden, die das auch beeinflusst. Also ich meine jetzt nicht, dass da jetzt in der Ukraine kein Sport mehr gerade getrieben wird, verständlicherweise, sondern tatsächlich die Auswirkungen, was so Sanktionen bedeuten. UEFA hat heute so ziemlich angekündigt, dass das Champions League-Finale nicht in Sankt Petersburg stattfindet. Und Schalke 04 hat mit Gazprom Germania eine Vereinbarung getroffen, dass Gazprom nicht auf dem Trikot drauf ist. Da habe ich natürlich gedacht, ja gut, jeder weiß, das steht zwar nicht mehr auf dem Trikot drin, drauf, aber im Trikot drin ist ja trotzdem noch irgendwie Gazprom-Geld. Wie denkt ihr darüber? Findet ihr das okay so, dass Schalke das so macht? Oder wie sollte Schalke eurer Meinung nach reagieren, Ralf? Ich hätte die Reaktion, also zunächst ist ja auch der Typ aus dem Aufsichtsrat zurückgetreten, der hier, glaube ich, mit bei Nord Stream 2 mit im Aufsichtsratssitz sitzt oder dort mitmischt. Irgendeiner, der ist ja bei Schalke auch zurückgetreten. Ich fand die Reaktion zu halbherzig. Meine, die Frage ist generell, Gazprom mischt ja nun in Europa viel im Sport mit. Müsste man da jetzt konsequent sagen, überall raus? Von der UEFA her oder auch von den Sportverbänden her? Oder sind die Verbände oder die Vereine da in Eigenverantwortung? Und ich glaube, hier ist ein großer Teil Eigenverantwortung. Und Schalke hätte einen viel größeren Schritt gehen müssen und sagen, diese Zusammenarbeit, egal was es für wirtschaftliche Auswirkungen hat auf Schalke. Und ich glaube, dass die meisten Schalke sagen würden, wir bleiben dann lieber in Liga 2, als weiterhin mit einem Staatskonzern, eines russischen Staatskonzerns auf der Brust eines Trikots zu haben, das ein Aggressor ist. Ich glaube, die würden das sogar mitgehen. Und da hätte ich mir einen weiteren Schritt gewünscht, zu sagen, okay, wir beenden die Zusammenarbeit mit Gazprom, egal ob es dann hinterher Kosten verursacht, dass man Verträge nicht erfüllt oder was man zurückzahlen muss. Das wäre der konsequentere Weg gewesen. Jetzt ist es so ein kleiner Weg. Wir probieren es mal. Wir kommen unseren Fans entgegen, die das fordern, aber wir verärgern damit Gazprom noch nicht ganz, sondern wir halten ihn so ein bisschen bei der Stange. Also es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Rolf, was sagst du dazu als Hertha-Fan? Also für mich ist es tatsächlich so, es war ja auch jetzt erstmal offen, ob Schalke 04 da überhaupt Konsequenzen zieht und was macht. Von daher finde ich es tatsächlich einen richtigen Schritt, das auch tatsächlich jetzt erstmal durchzuziehen mit Gazprom. Bin da auch bei Ralf. Man kann natürlich jetzt sagen, gut, ist das ausreichend? Ich hoffe einfach nicht, dass das der letzte Schritt ist. Also als erster Schritt finde ich es durchaus okay. Das ist ein Zeichen. Aber es müssen dann halt auch weitere Schritte folgen. Also da muss man auch konsequent sein. Ich finde es aber auch wichtig, da nicht nur auf Schalke dann jetzt, sag ich mal, zu Nee, gucken. Denn natürlich nicht. Gazprom steckt ja auch woanders drin. Also Gazprom steckt ja zum Beispiel in Deutschland auch im Frauenvolleyball. Ne? SSC Schwerin, da ist Gazprom auch ganz tief drin. Warum? Wegen Nord Stream 2. Ne? Die haben sich ja quasi in Mecklenburg-Vorpommern halb eingekauft. Also von daher, Schalke ist sicherlich ein sehr prominentes Beispiel, weil Schalke ja auch einfach bekannt ist im Fußball, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene. Aber auch andere Vereine müssen da definitiv entsprechend dann Konsequenzen ziehen, was Gazprom angeht. Es gab ja heute auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel die Nationalmannschaft. Ich weiß jetzt nicht, was Tschechien, die gegen Russland in den WM-Playoffs irgendwie antreten müssen und der Sieger aus diesem Spiel tritt gegen den Sieger aus Finnland, gegen Schweden oder so an. Und die haben ja alle jetzt schon beantragt, dass Russland da ausgeschlossen wird, dass da keiner irgendwie nach Russland fahren muss, zu welchen Spielen und
Ich glaube, Basketball Alba gegen ZSKA Moskau wurde auch schon verschoben. Also wir kommen da tatsächlich jetzt in so einen Bereich, wo man wieder sagen muss, ja, natürlich steckt in Sport Politik drin. Nee, Sport ist Politik. Und zwar Politik auf verschiedenen Ebenen. Das, meine, die Diskussion haben wir ja, Martin, du kennst das ja mit unserem Fanclub ähnlich. Das Thema Politik im Stadion kommt ja nicht von ungefähr. Sportvereine sind zivilgesellschaftliche lokale Player teilweise, die einen bestimmten Anteil haben an gesellschaftlichen Lebens innerhalb eines Kiezes oder eines Stadtbezirkes, die sind nicht ganz unwesentlich, also und mischen auch in der aktiven Politik mit. Also man kann Sport und Politik definitiv nicht voneinander trennen. Wirtschaftsunternehmen, also gerade große Sportvereine sind oftmals in ihrer Region auch wirtschaftstreibend. Also Hertha, Union, Alba, Füchse, BR Volleys, Eisbären, ich glaube, die tragen auch gut zur Wirtschaft in Berlin bei. Und zwar nicht nur direkt, sondern auch indirekt durch Übernachtung. Leute, die nach Berlin kommen bei Auswärtsspielen oder um sich den Verein überhaupt mal anzugucken, das trägt ja auch alles bei. Das ist auch in anderen Bundesländern garantiert so. Und das ist ein Effekt, den man nicht unterschätzen darf. Und von daher lässt sich Sport und Politik gar nicht voneinander trennen, weil Sport ist einfach noch Wirtschaft. Dann sind wir bei Wirtschaft und Politik. Und spätestens das lässt sich nicht trennen. Du hast gerade die Eisbären auch genannt. Das wird ja auch interessant sein zu sehen. Die haben ja mit Gazak ihren Großsponsor, die natürlich auch damit dealen, was aus den Pipelines aus Sibirien bis zu uns gelangt. Da bin ich ja mal gespannt, auch wie die wirtschaftlichen Sanktionen auch den Sport in solchen Bereichen treffen. Und aber noch eine andere Sache, die mir heute in der Verfolgung der Berichterstattung auch immer wieder aufgefallen ist, ist ja noch gar nicht gesagt, dass die Russen selber den Gashahn zudrehen. Also selbst in den schlimmsten Zeiten vor dem Kalten Krieg lief immer noch Gas durch die Pipelines bis nach Deutschland. Und was ja auch Politiker in Deutschland irgendwie nicht so direkt beantworten wollten, war, drehen wir selber vielleicht den Gashahn zu? Und, ja, das ist das, was eigentlich die Konsequenz sein müsste. Ölhahn und den Gashahn zudrehen. Ja, das hat zur Folge, dass natürlich der Gaspreis, der Ölpreis, guckt das Benzin an, also da war gestern 1,61 war im Angebot, jetzt bist du bei 1,68, 69 im Diesel. Die Spirale wird sich weiter nach oben drehen. Das ist dann wahrscheinlich die Konsequenz, die man daraus ziehen muss. Aber anderweitig werden wir Russland nicht beeindrucken können. Also es läuft einfach, weil wir sind uns einig, militärische Gegenwehr, solange keiner der Staaten, also NATO-Staaten angegriffen wird, steht außerhalb der Diskussion. Also bleibt uns ja nur wirtschaftliche Sanktionen zu verhängen. Und da triffst du halt, sag ich mal, die es mit zu verantworten haben. Die Oligarchen, Putin vielleicht selber, die Staatsfirmen, die mit Gas und mit Öl handeln. Also das ist wahrscheinlich der einfachste und direkteste Weg, der allerdings auch große Auswirkungen auf unser Leben haben wird. Ja, es ist, ich glaube, wenn wir es ein bisschen kühler haben im Winter und weniger die Heizung einstellen, ich glaube, das ist schon ein Preis, den jeder bereit sein sollte, auch zu zahlen. Übrigens, als Ersatz, wo Gas dann herkommen kann, hat sich ja jemand dann auch angeboten, wo man gedacht hatte, Mensch, guck mal an, wer da kommt, nämlich Katar bietet sich da an, auch mit Gas auszuhelfen. Und da wird auf einmal ein ganz anderer Spin draus, ja, dass man sagt, oh, wir müssen den Kataris vielleicht dankbar sein, dass wir es im Herbst und Winter nächstes Jahr ein bisschen wärmer haben. Jedenfalls aber auch einfach eine Chance, andere Energieformen jetzt voranzubringen und von Gas und jedenfalls auch Öl etwas unabhängiger zu werden. Ja, da kann man auch sagen, ja, dass die Energiewende hat Deutschland definitiv verschlafen und jetzt ist eventuell ein Energieträger auf einmal wieder populär für die Energiewende, von dem wir uns eigentlich verabschieden wollten, nämlich die Kernenergie, die da auf einmal wieder eine Rolle spielt. Aber ich glaube, da kommen wir tatsächlich ein bisschen zu weit raus aus dem sportlichen Bereich. Lasst uns doch schon mal noch mal ganz kurz gucken. Habt ihr Olympia geguckt? Ich schon, teilweise nicht so ausgiebig wie sonst. Genau, du bist doch der Skifahrer-Mensch hier. Ja, definitiv. Und ich gucke es auch nach wie vor gerne, also Wintersport.
Das war natürlich jetzt ein bisschen kontraproduktiv, sage ich mal, dass in China, dass es zu Uhrzeiten stattfindet, die hier keine typischen Fernsehzeiten sind. Ich glaube, unabhängig davon, dass viele gesagt haben, sie gucken keine Olympischen Spiele in China, hat es doch viele abgeschreckt, dass die Uhrzeiten mit nachts um 2 bis um 4 oder um 6 da, die mit ersten Entscheidungen zu hiesigen Zeiten, das ist doch schon eine Uhrzeit, wo man eher, sage ich mal, an der Matratze horcht, als am Fernseher zu hängen. Also insofern, ja, ich hätte gerne mehr geguckt, weil doch einige Sportarten dabei sind, die mich interessieren. Eishockey, auch wenn Deutschland da nicht unbedingt sich mit Ruhm bekleckert hat, in diesem Jahr bekleckert hat. Oder die ganzen Skisportarten, die es da noch gibt, die man sonst selten im Fernsehen sieht, aber auch sehr interessant, sollte man nicht glauben, Curling. Hm. Also muss ich sagen, hat mich, ich habe da manche, das sind ja immer nur Zusammenfassungen, aber es war schon spannend und es hat schon mit welcher Präzision und mit welcher Akribie da vorgegangen wird, das, Hut ab. Also das war schon stark und teilweise spannend. Also es gibt Sportarten, die sieht man halt nur zu Olympia, weil sie nur dann im Fernsehen laufen, sei es Trickski, sei es Skicross und wie sie alle heißen. Finde ich beeindruckende Sportarten, klar. Also habe ich es geguckt, teilweise. Rolf, hast du es gesehen? Also ich beantworte die Frage tatsächlich mit Nein. Ich habe schon so ein paar Ausschnitte mitbekommen, gerade über die Sportschau. Und teilweise auch jetzt Ergebnisse dann doch irgendwo mal mitbekommen. Aber effektiv habe ich es nicht gesehen. Und normalerweise verfolge ich die Winterspiele gerne, genauso wie auch die Sommerspiele. Aber dieses Jahr habe ich gesagt, unter den Bedingungen auch in China kann ich das nicht gucken, kann ich das nicht aktiv unterstützen. Also die Sportler, ich meine, die bringen da echt ihre Leistung. Und vor den sportlichen Leistungen habe ich auch echt einen heiden Respekt, weil die ja auch wirklich so viel Arbeit da reinstecken im Vorhinein, um da dabei zu sein und dann auch ihre Leistung abzurufen. Aber ich kann dieses Event einfach unter den Bedingungen so nicht unterstützen. Aber ich muss dazu sagen, ARD, ZDF, die beiden übertragenden Hauptsender, haben wirklich einen guten Mix gebracht, dahingehend, dass sie einerseits die sportlichen Sachen gebracht haben, auf der anderen Seite aber auch im Rahmen dessen, was vor Ort möglich war, aber versucht haben auch, die andere Seite der Medaille zu beleuchten. Felix Neureuther hat da eine überragende Dokumentation gemacht und hat da mit Leuten mit dem Typen vom Olympischen Komitee, vom IOC gesprochen und hat, also er hat die Sachen auf den Tisch gepackt und hat mit denen darüber gesprochen. Die ARD, ZDF, die haben berichtet über Menschenrechtsverletzungen. Das hat man schon versucht, alles zusammenzubringen. Und insofern fand ich diesen Weg, den sie es, ja, so wie es dargestellt wurde, schon okay. Aber ja, es ist natürlich schwierig in einem Land, wo es hieß, wir wollen 300 Millionen Chinesen zum Skisport treiben. Ja, wo kein Schnee ist, kann man keinen Skisport machen. Aber gut, man hat Schnee künstlich hingebracht. Gut, das passiert auch in Deutschland, wenn hier kein Schnee liegt und so. Also, aber ich fand, wo einige Sportanlagen dann hingebaut wurden, das war ja schon sehr abenteuerlich. Rolf hat die Frage ja schon ein bisschen beantwortet für mich. Aber ich stelle dir die Frage, hast du das denn dann überhaupt genießen können unter diesen ganzen Umständen, also diese politischen Umstände, Corona, was wie China mit seiner Null-Covid Taktik daran geht, gab's, also ich meine, das Sehen ist das eine, das Genießen ist das andere. Das war eine Schauspielerei ohne dasgleichen. Also Skisportarten dieser Art ohne Zuschauer oder sagen wir mal mit Zuschauern, die als Staffagen da gesehen waren, konntest ja sehen, die wurden da hingekarrt, die haben da gewunken mit ihren Fähnchen und sind dann, die wussten gar nicht, was da passiert. Die haben halt gejubelt und ja, das ist schon traurig für jeden Sportler, beim größten Event seines Lebens zu sein, wo ja wahrscheinlich bei vielen absehbar ist, dass sie nicht nochmal dahin kommen, zu Olympischen Spielen, dass das dann so ja in so einer Blase stattfindet. Ich finde es sowieso falsch, es dorthin zu bringen, aber dass es dann so abgeschottet stattfindet, weil ja Olympia lebt eigentlich davon, dass man, es ist ein Begegnungssport, also man begegnet sich, man trifft sich in diesen olympischen Dörfern. Man trifft sich mit den Zuschauern. Das alles
ist gut. Vorwand war natürlich Corona, aber ich glaube, auch ohne Corona hätten die Chinesen das versucht, so einzudämmen, wie sie es gemacht haben. Also, sind wir her. Also, genossen habe ich es nicht. Also, ich habe mich dabei schon sehr unwohl gefühlt. Dann schließen wir an der Stelle jetzt mal das Intro-Gespräch ab. Und die nächste Rubrik, die ich mir aufgeschrieben habe, ist so ein bisschen Geplänkel. Bekanntermaßen für unsere liebe Hörerinnen und Hörer, ist ja, dass ihr beide Fußballfans Berliner Sportvereine seid. Ralf in einem angenehmen Köpenick-Rot und Rolf in einem sehr modernen Charlottenburg-Blau. Und ja, da habe ich mir so ein paar Fragen aufgeschrieben. Ja, eigentlich die eine Folge, wo ich letztens war, bei den Couch Potatoes, wo es um Football ging, da ging es darum, ja, es wird so viel Englisch im Football geredet, dass da sozusagen Leute, die von außen da reingucken, nicht verstehen, worum es da geht. Und deswegen haben wir die Folge da genannt, der denglische Patient. Aber hier geht es ja jetzt um nicht nur einen Patienten, es geht ja um zwei Berliner Patienten. Und was ist passiert? Also bei Union ist quasi ein großes Stück der Wirbelsäule rausgebrochen worden in der Winterpause oder bis Januar, bis Ende Januar mit Marvin Friedrich und Max Kruse, die den Verein mitten in der Saison verlassen haben. Und ja, bei Hertha BSC, die sind nicht wirklich gut aus der Winterpause gekommen und hatten jetzt beim letzten Spiel gegen Leipzig 1-6 verloren und hatten da, glaube ich, 6, 7 Corona-Fälle vorher am Tag selber zu beklagen. Und da scheint der Baum zu brennen. Es geht Richtung Relegationsplätze. Man ist, glaube ich, auf dem 15. Platz gerade in Charlottenburg. Und die Frage ist, wo war das Hertha und Union? Ja. Wie ist so, womit fangen wir an? Wer möchte zuerst was Der dazu sagen? Patient, der Patient, der am Venentropf hängt, sollte damit anfangen. Okay, also lasst uns über Union reden. Nein, Quatsch. Lasst uns über Hertha reden. Ja, was ist bei Hertha los? Ist Korkut schon aufgebraucht? Ist der Kader einfach zu schwach? Ist grundsätzlich zu viel Unruhe oder ist da zu viel Corona? Warum klappt das einfach nicht? Das sind tatsächlich gute Fragen. Also es klappt ja schon seit mehreren Jahren nicht. Also immer wenn es Schwierigkeiten gibt, bis hin zu echten Nackenschlägen, dann verfallen die Spieler irgendwie in so eine Starre und dann geht halt plötzlich gar nichts mehr. Also es scheint, als wenn die Spieler ein gewisses mentales Problem haben und diese Saison ist es dann natürlich extrem. Es lief halt von Anfang an nicht so wirklich gut. Es läuft weiterhin nicht so gut. Und man kriegt einfach die Performance nicht auf den Platz gebracht. Und da kommen natürlich dann alles zusammen. So, die fallen mehrere Spieler wegen Corona aus. Heißt, du hast zwar eine passable erste Elf, hast aber nichts mehr auf der Ersatzbank sitzen, um es halt wirklich einzuwechseln. Und Merkt man jetzt, dass so ein Spieler wie Toro Nariga eigentlich jetzt als Typ auch in der Mannschaft fehlt? Oder jemand, der, wie heißt der, Guardanzi, der dann nach Marseille gewechselt ist? Wie spricht sich der Nachname nochmal aus? Das müsste ich. Ich hatte ihn halt zum Beispiel Gendouzi Guendouzi, gespeichert. dann nennen wir ihn mal Guendouzi. Ich meine, das ist ja auch ein Typ gewesen, ja, eher einer, der auffällig war bei Hertha im letzten Jahr. Fehlen solche Leute? Also aus meiner Sicht fehlen da auch einfach Typen im Kader, weil es wirkt halt oftmals weichgespielt. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass ich einen Niklas Stark als stellvertretenden Kapitän habe, der halt nicht wirklich auf den Tisch haut. Also die Interviews, wenn ich das sehe, dann ist das irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes und da fehlt auf jeden Fall was. Also was wirklich fehlt, ich meine, ich bin ja nicht nah bei der Mannschaft, aber irgendwas kann da nicht stimmen. Also gefühlt ist es so, dass Spieler zu Hertha kommen und hier bei uns schlechter werden statt besser. Ja, also an Und Toussaint kann man da denken, der ja mit viel Vorschusslorbeeren vor 2 oder 3 Jahren war, nee, vor 2 Jahren, in der letzten Klinsmann-Welle quasi nach Berlin geholt wurde. Der hat sich auch überhaupt nicht durchgesetzt, ist kein Leistungsträger. Ja, was ich meine, passiert denn der da? hätte man für 25 Millionen verpflichtet worden, das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Aber ich hätte jetzt fast gesagt, dass es eigentlich nur ein Jahr her ist. Aber ich kann mich da auch komplett täuschen.
also ich glaube, das war vor 2 Jahren noch Klinsmann, der den im Vorgriff schon gekauft hat. Ist das schon so lange her? Aber unabhängig davon, dass es bei Hertha aktuell nicht läuft, muss ich sagen, also wenn man, ich weiß nicht, 375 Millionen Euro in eine Mannschaft oder in eine Mannschaft investiert, da musste irgendwo ein Fehler passieren. Ich meine, für 375 Millionen Euro. Kannst du bei Union ein Stadion neu bauen? Ja, kann man zum Beispiel, könnte man zum Beispiel, wenn man die Betriebserlaubnis oder beziehungsweise die Bauerlaubnis bekommt, aber wenn mit diesem Invest, dann frage ich mich, wo ist es fehlgelaufen? Hat da jemand reingeredet, der keine Ahnung vom Sport hat? Hat sich damals, wie hieß er hier, der lange Manager damals, weiß nicht mehr? Preetz. Michael Preetz. Preetz, hat er sich völlig daneben verkauft? Oder meine 375 Millionen, dafür kann ich doch Spieler kaufen, die nicht viel Eingewöhnungsphase brauchen, die auf dem Spielfeld auch die Sachen umsetzen können. Und wenn ich dazu noch jemanden habe, der daraus eine Mannschaft formt, sollte man doch da was auf den Platz kriegen, eine ordentliche Mannschaft. Grundsätzlich ist ja das Geld nicht komplett in den Kader geflossen. So, das Geld ist ja auch zur Schuldentilgung zum Beispiel verwendet worden. 375 Millionen in den Kader wären mir jetzt aber auch bei Hertha neu. Viel Geld ist jetzt tatsächlich auch durch die Pandemie einfach verbannt worden, weil ja Einnahmen gefehlt haben. Also da ist auch ganz viel Geld dann reingegangen. Aber klar, grundsätzlich ist so, dass da der Wurm drin ist und das nicht erst seit gestern. Und aus meiner Sicht ist auch ein Teil von Korkut jetzt kein Heizbringer. Also ich meine, er kocht als Trainer auch nur mit Wasser. War lange jetzt auch, glaube ich, ohne Trainerjob. Von daher habe ich mich da schon gewundert, weil man ausgerechnet ihn verpflichtet hat. Hat man ihn nicht auch nur bis zum Ende der Saison verpflichtet? Er hat stand jetzt einen Vertrag nur bis zum Saisonende. Das also ich meine, da muss man mal fragen, wenn man jemanden holt und vorher jemanden entlässt, gut, darüber lässt sich jetzt auch trefflich streiten, ob man noch mit Pal Dardai den richtigen Weg gegangen wäre, vor allem, wenn man ihn vorher immer wieder so geschwächt hätte, hat. Aber du kannst ja doch nicht einen Trainer holen und dann gibst du dem nur ein Jahr Vertrag oder ein Dreivierteljahr Vertrag und gibst ihm damit auch das Zeichen, na, eigentlich halten wir von dir jetzt nicht doch so große Stücke. Ich meine, wenn ich wüsste, mein Arbeitgeber lässt mich, wenn es blöd läuft, in einem halben Jahr wieder gehen, boah, weiß ich nicht, ob ich da 100% geben würde. Ich sag mal, wenn das Gehalt stimmt für den Zeitraum, dann warum nicht? Also, naja, das Geld ist ja eben doch nicht alles. Ne? Das ist ja eben doch eine Arbeit oder ein Job, ein Beruf für so einen Trainer. Und ich glaube, da ist sozusagen das Grundvertrauen, das man in dich setzt, auch schon motivierend. Ja, also so wird es mir zumindest gehen. Am Ende, glaube ich, kennen sich Freddy Bobic und Teil von Korkut einfach gut genug, dass da auch eine Basis da ist. Also ich glaube, die werden schon ganz offen und ehrlich miteinander geredet haben. Und am Ende, mir soll egal sein, wer Trainer ist, mir soll auch erstmal egal sein, wer Spieler sind. Wichtig ist für mich momentan, die Klasse zu halten. Und ich bin da tatsächlich der Meinung, im Gegensatz zu Taifun Korkut, ich möchte nicht auf die Tabelle gucken und sagen, ja, da ist der Strich und da möchte ich drüber bleiben, sondern mach die Punkte. Also für mich gilt Punktrechnung vor Strichrechnung. Ich brauche nicht auf irgendwelche Strich auf der Tabelle achten, wenn ich die Punkte einfahre. Und das muss am Ende das Ziel sein. Ich kann auch nicht auf die anderen Vereine gucken und hoffen, dass irgendwann mal jemand patzt. Weil das machen sie ja nicht unbedingt. Bielefeld gewinnt Spiele, zum Beispiel gegen Union. Bochum gewinnt gegen Bayern. Also ich kann da auf die anderen Vereine nicht hoffen. Fürth gewinnt gegen Hertha. Und von daher hoffe ich einfach, dass die da irgendwie den Arsch hochkriegen. Aber da ist ja trotzdem noch ein bisschen mehr im Busch. Also das letzte Lars Beben, wo er gesagt hat, das Geld, was er da reingesteckt hat, das bereut er ein Stück weit. Das ist eine Ansage. Dann hat Arne Friedrich den Dienst quittiert zum Ende der Saison. Der haut ab und sieht da keine Perspektive im Verein. Und was ich auch bemerkenswert fand, war jetzt, dass sich Freddy Bobic tatsächlich auch mal eine Pause, eine Auszeit genommen hat. Und das habe ich letztes Jahr bei Max Eberl auch erlebt oder gesehen, dass der sich dann mal eine Pause nehmen musste.
Was ist da bei Hertha wirklich los, dass da keiner vom Investor, vom Manager, vom Spieler, vom Trainer seine Leistung bringt? Was ist da los in diesem Verein? Lass uns doch einfach Gegenbauer dazu schalten und ihn fragen, was da falsch läuft. Warte mal. Ist besetzt. Ja, schade. Ist besetzt. Also was Arne Friedrich angeht, glaube ich nicht, dass es daran liegt, dass er da keine Perspektive sieht. Arne Friedrich hat ja schon immer gesagt, dass er das gerne grundsätzlich macht, aber schon irgendwie seinen Job anders sieht. Es war ja auch fast schon Zufall, wie er zu Hertha gekommen ist. Und von daher war es nur logisch und klar, dass er irgendwann wieder in die USA gehen wird. Also das war bei Arne Friedrich auf jeden Fall abzusehen. Ich hatte ihn gern tatsächlich als Sportdirektor, hat einen guten Job gemacht aus meiner Sicht, auch kommunikativ sehr stark gewesen. Das ist eine Sache, die ein Michael Preetz zum Beispiel nicht so gut hinbekommen hat. Und von daher, ja, wahrscheinlich muss von Grund auf was passieren im Verein. Nur dann muss es halt auch Leute geben, die den Job machen wollen. Also wenn ich jetzt überlege, es gibt immer wieder Kritik an Werner Gegenbauer. Er ist, glaube ich, auf der vorletzten Mitgliederversammlung auch nur mit 56% wiedergewählt worden. Aber es gab gar keinen Gegenkandidaten. Also da sage ich mir dann auch so, wenn jemand der Meinung ist, es läuft nicht gut und es soll anders laufen, es soll jemand anders Präsident sein, dann stellt einen Kandidaten auf. Mhm. Also nur zu sagen, ich mag Werner Gegenbauer nicht, ohne dann zu sagen, wie es besser gehen kann, halte ich persönlich für schwierig. Also Kritik ja, aber dann auch bitte konstruktiv und mit Ziel. Und das fehlt mir tatsächlich dann auch. Von daher, für mich ist momentan nur Saisonende. Ich hoffe, dass das einfach über dem Strich dann endet, wie es Taifun Korkut gesagt hat. Und dass Freddy Bobic es schafft, den Kader jetzt weiter umzubauen und da endlich die Mentalität reinzubringen, die er da reinbringen möchte. Aber vielleicht müssen auch mal die Fans einfach mal den Arsch in der Hose haben und hinter ihrer Mannschaft stehen. Egal, wie es läuft. Da auf den Trainingsplatz zu rennen und anzudrohen, die nächste Stufe zu zünden, das ist das Allerletzte. Also so schlimm kann es nicht laufen, dass man diese Art von Kommunikation mit der Mannschaft sucht. Das ist ein Unding. Das ist so ein Unding innerhalb der Bundesliga, dass sich in einigen Vereinen sich so eine Welt herauskristallisiert hat nach dem Motto, wir sind die Größten. Und wenn ihr nicht nach unseren Pfeifen tanzt, könnt ihr eure Gräber draußen ausheben. War jetzt nicht bei Hertha, war jetzt so bei einem anderen Verein hier in der Nähe, wo so ähnlich kommuniziert wurde. Man muss doch als Fan hinter seiner Mannschaft stehen, egal wie es läuft. Und ich kann die doch nicht durchs Dorf treiben, wie es einige von den Ultras da gemacht haben auf dem Trainingsplatz. Das begreife ich nicht. Das geht einfach nicht. Am Ende sind ja Fans keine homogene Masse. Also Fans sind ja sehr divers aufgestellt. Und die Leute, die da auf dem Platz waren, ist ja auch nur ein Teil der Fanszene. Und ja, es ist toxische Männlichkeit auf jeden Fall angesagt beim Fußball. Also das merkt man ja immer wieder, was sich da sammelt. Auch der FC Schalke 04 kann sich da, glaube ich, gut dran erinnern. Also da gab's ja dann auch richtige Jagdszenen dann. Ja, ja auch schon davor mit dieser Binde, also was lächerlich war. Ob das dann motivierend wirkt, weiß ich nicht. Also auf der anderen Seite muss man auch immer wieder sagen, es gibt ja durchaus auch immer wieder motivierende Aktionen. Also wenn ich jetzt überlege, vor dem Derby, ich glaube vor 2 Jahren, wo man Training im Amateurstadion abgehalten hat, wo da wirklich die Fans da waren und auch die Mannschaft durchaus gestützt haben und da wirklich positive Vibes verbreitet haben, hat auch nicht geholfen. Also deswegen, was ich am Anfang schon sagte, es scheint in der Mannschaft irgendwas auch im Kopf nicht zu stimmen. Also da ist irgendwie irgendwas falsch, was auch immer. Vielleicht braucht man einen Mentalcoach noch. Ich weiß es nicht. Macht dir irgendwas im Moment noch Freude gerade so an dem Verein? Bevor wir auf das Hauptthema gleich kommen. Tatsächlich macht mir da ganz, ganz viel Spaß. Also alleine das Vereinsleben als solches, die Mitglieder, das macht auf jeden Fall Spaß. Und ich persönlich werde auf jeden Fall zu dem Verein und auch zu der Mannschaft stehen, egal was passiert. Auch wenn ich dann selber für mich manchmal merke, so auch gerade so nach so unnötigen Niederlagen,
dass da vielleicht auch ein kleiner Dämpfer drin ist, aber ich motiviere mich da trotzdem selber und für mich macht das grundsätzlich Spaß. Also klar, die Spiele machen jetzt nicht den dringenden Spaß, aber man steht halt hinter seinem Verein. Bis zum Pokal Achtelfinale hat es ja auch bei Union Spaß gemacht, Ralf. Und ja, und danach Macht's auch dann. jetzt noch? Echt, macht immer noch Spaß. Null Natürlich. Punkte, null Tore seit 3 Spielen und Platz 9. Man wird da so langsam runtergereicht und man merkt, die Nee. Mannschaft kommt nicht so richtig aus dem Pott und auch das Ganze drumherum, was jetzt so in dieser Saison auf Union so eingeprasselt ist von außen an Kritik. So, wie ist der Stand? Wir spielen sportlich in der Bundesliga. Meine, was, es gibt eigentlich da kein gut, schlecht. Wir haben was erreicht, was wir uns hätten nie erträumt hätten zu erreichen. Und dass es mal 3 Spiele schlecht läuft, dass mal in 3 Spielen keine Tore geschossen werden. Okay. Aber das kennen wir doch. Das ist doch jetzt nichts Neues. Wir waren verwöhnt, dass es alles läuft wie am Schnürchen. Aber Höhen haben auch mal, bringen auch mal Tiefen mit sich. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo es mal nicht läuft. Wobei ich sagen muss, Platz 9 mit 3 Punkten Rückstand auf Platz 4 oder 5. Ich glaube, also relativ nah dran alles. Das ist ja noch kein, das ist kein Beinbruch. Selbst wenn wir 13er wären. Oder von mir aus, ich bin auch einer davon, der sagt, auch wenn es wieder gegen den Abstieg geht, dann ist es halt so. Aber Wir nichtsdestotrotz ist es ja schon ärgerlich, dass Leistungsträger während der Saison gehen und auch andere wie jetzt Grischa Prömel dann auch zu so Vereinen gehen am Ende der Saison, die ja eigentlich, sag ich mal, so ein bisschen der, ich in Anführungsstrichen, Klassenfeind sind, nämlich Wolfsburg, Hoffenheim, eben die Vereine, denen man ja auch nachsagt, sie hätten keine Seele und so. Das ist richtig. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo man sagen muss, da läuft irgendwas falsch. Aber letzten Endes sind das die Vereine, denen es egal ist, ob die in der Pandemie sind oder nicht, die haben immer Kohle. Und wenn es nicht läuft, wird die Kohle durch ihre Firma ausgeglichen, an denen sie am Tropf hängen, sei es bei den Pillendrehern Bayer, sei es hier in der Nähe, in der Stadt hier in Wolfsburg, wo keiner wohnen will, Stimmt, aber Andrich ist ja auch noch zu Leverkusen, habe ich gerade ja, genau. vergessen, ja. Oder Hoffenheim. Die können sich halt solche Sachen leisten und die Leute wegkaufen. Das ist sicherlich ein Punkt, wo wir sagen müssen, da müssen wir wahrscheinlich auch gedanklich noch mithalten, weil letzten Endes waren wir es nicht gewöhnt, dass wir Spieler entwickeln, die dann weggekauft werden. Die dann irgendwann mal freiwillig gehen. Das gab es sicherlich häufiger, aber dass viel Geld geboten wurde, auch noch während laufender Verträge, und dann Spieler rausgekauft wurden. Das gab es halt vorher nicht. An das muss man sich wahrscheinlich gewöhnen. Und ich muss sagen, Friedrich und Andrich oder hauptsächlich Friedrich, das war ein Aderlass, wo ich sage, das war wahrscheinlich nicht so schnell zu kompensieren. Der andere Spieler, naja, okay, haben wir gut Kasse gemacht. Wir hatten neulich einen auf Twitter geschrieben, vor einem Jahr war unsere ganze Mannschaft 5 Millionen wert. Jetzt haben wir einen Spieler für 5 Millionen verkauft, der ist 34 Und und macht lauffaul. trotzdem seine Tore. Also, aber auch bei Friedrich wird ja ein bisschen Geld im Spiel gewesen sein, wobei da es Ja. auch ärgerlich ist, dass er dann dahin geht und der Spieler, den er ersetzen soll, der bleibt ja trotzdem noch im Verein. Naja, und dann kann man eigentlich nur hoffen, dass Oliver Runert in Zukunft weiter Transferglück hat. Also Ja. was jetzt bisher dann auch in den letzten Wochen dann geholt wurde, war jetzt auch nicht so überragend, finde ich. Also Michel ist übrigens auch in Paderborn, werden die Jungs sagen, oh Mann, die Großen kaufen uns die Spieler weg. Oder in Heidenheim, ne? Ja, genau. Also ich meine, was passiert, wenn Olli Runert eben
ja, dann das Glück verlässt, ne? Und vielleicht Urs Fischer auch mal sagt, so, ach nee, muss mal wieder was anderes sehen außer Berlin, mir fehlen die Berge, so. Dann hat Olli Runert oder sonst wäre dann wahrscheinlich ein Plan Y, Plan Z, keine Ahnung, und kann da was draus machen oder gibt dann den nächsten Trainer, der vielleicht eine Idee hat, aber wir werden deshalb nicht untergehen. Also wir werden uns nicht an Trainer binden und auch nicht an Spieler binden. Wenn das so ist, dass sie gehen wollen, sollen sie gehen. Wir werden damit leben müssen, dass wir vielleicht so eine Art Freiburg 2 wären, dass wir halt Spieler mehr oder weniger aufbauen und sie dann, weil wir eben bestimmte Gehälter nicht zahlen wollen und auch nicht zahlen können, dass sie dann halt zu anderen Mannschaften gehen. Diesen Weg werden wir nicht verändern. Schön wär's, dass wir sagen, okay, bleibt doch beim Traditionsclub, leistet, werdet Bestandteil einer Geschichte, aber das hält Söldner eben nicht auf, dann doch zum großen Geld zu wechseln. Sagt mir doch mal, was ihr aneinander, also sozusagen, was findet Rolf bei den Unionern gut im Umgang mit ihrer Mannschaft und was findet Ralf an den Herthanern gut im Umgang mit ihrer Mannschaft oder auch mit ihrem Verein? Nein, ich finde, das haben wir ja, ich glaube, zu dem Punkt kommen wir ja auch noch, wollten wir zumindest noch drüber sprechen. Werden wir auch noch drüber sprechen. Die vielen Herthaner, die ich so von Twitter kenne oder die ich auch so von den Aktionen her kenne, unwahrscheinlich in den sozialen Belangen aktiv sind. Also sei es hier Hertha hilft, unter anderem, oder was Axel Kruse Jugend macht, das hat schon wegweisenden Charakter, sage ich mal, für einen Fußballverein. Und wäre schon gelogen, wenn ich nicht sagen würde, da guckt man nicht ein bisschen neidisch hin, wenn dann wirklich große Hilfe ansteht und auch viele Leute kommen. Das ist schon, das wirkt schon, das finde ich, oder da gab es ja verschiedene Aktionen jetzt in letzter Zeit, die Kneipenhilfe. Sei es jetzt dieser neue Verein, was jetzt, glaube ich, als Verein gemacht wurde, Hertha hilft. Das finde ich schon, das hat was. Und wie schaut's aus, Rolf? Wenn du so nach Köpenick guckst, was könnten die Herthaner von den Unionern lernen? Tatsächlich den unbedingten Support der Mannschaft. Also auch wenn mich persönlich diese Wagenburg-Mentalität tatsächlich nervt, aber jetzt aus Sicht des Vereins selber, wenn ich dann sage, ich bin jetzt bei Union, dann finde ich diesen Schutz, der da immer auch entsteht, schon echt nicht schlecht. Ne? Einfach auch einfach für das Innenleben. Ne? Von außen betrachtet mag das was anderes sein, aber ich denke tatsächlich von innen heraus ist es durchaus eine gute Sache, da einfach auch hinterm Verein, hinter der Mannschaft zu stehen. Mhm. Also das ist bei Union schon echt sehr stark ausgeprägt. Dann kommen wir auch mal. Ja, was eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Wenn man Anhänger eines Teams ist, eines Clubs ist, muss jetzt nicht Fußball sein, kann ja jeder andere Sportart sein, dann sollte man eigentlich bedingungslos hinter seinem Verein stehen. Wie in einer guten Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das sind Sachen, die mich dann nerven, wenn dann wirklich Spieler vor den Fanblöcken zur Verantwortung gezogen werden, verbal zur Verantwortung gezogen werden. Das passt nicht zusammen. Jetzt kommen wir doch mal zum Hauptthema. Ich habe mir, als wir das vor vielen Wochen schon mal sozusagen designt haben, diese Folge, habe ich mir den Titel ausgedacht, Tue Gutes und sprich drüber. Nämlich, was macht Hertha BSC und was macht Union Berlin an wohltätigen Dingen, also einmal von Vereinsseite aus, was könnt ihr da berichten? Und auch ihr in euren Fanclubs, was habt ihr da auf die Beine gestellt? Und ich würde jetzt mal tatsächlich bei Ralf anfangen, weil sozusagen der Fanclub, in dem du ja bist, sich ja auch einiges an sozialer Kompetenz schon so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Ja, du sprichst jetzt an unseren Fanclub Grenzenlos Eisern, den wir vor einem Jahr knapp jetzt, das war am 1. April letzten Jahres, gegründet haben. Wir
Also unser Anliegen ist, Fanclub, als Fanclub das Thema Toleranz im Stadion auf die Fahnen zu schreiben und natürlich dafür zu sorgen, nein, nicht dafür zu sorgen, aber schon dafür einzutreten, dass das Stadion ein Ort ist, wo keiner Angst haben muss, hinzugehen, egal welche Hautfarbe, egal welche sexuellen Neigung? Neigung, jetzt habe ich gerade, war ich gerade völlig aus dem Raster gefallen. wir sind angetreten, um bestimmte Sachen auch anzusprechen und da auch nicht hinterm Berg zu halten, aber wir wollen uns auch engagieren. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir sagen, Union macht bereits sehr viel. Die Stiftung macht sehr viel. Viele Unioner in den einzelnen Fanclubs sind aktiv und tun regelmäßig so viel, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir wollen auch uns aktiv, wir wollen uns auch betätigen, was kann man da am besten tun? Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben uns halt gesagt, wir wollen, dass wir sind durch ein Gespräch mit einem ehemaligen Obdachlosen, der auch einen Podcast macht, der Krimi-Preis ausgezeichnet wurde, unter Freiem Himmel nennt sich der, auf den Gedanken gekommen, okay, Obdachlose brauchen nicht nur warme Klamotten im Winter, brauchen nicht nur immer eine warme Mahlzeit, das kriegen sie an vielen Stellen in Berlin, aber was sie nicht bekommen, sind Sachen des täglichen Lebens, also sei es Hygieneartikel, sei es ein kleines Radio, sei es Besteck, also das sind alles Sachen, die ein Obdachloser laut der Aussage von dem André Höck, der den Podcast macht, der selber auf der Straße gelebt hat, und das sind Sachen, die immer bei Obdachlosen benötigt werden. Wir haben gesagt, okay, geile Geschichte. Wir versuchen eine Spendenaktion aufzuziehen und versuchen Partner zu finden, die mit uns das zusammen machen, um eben dann solche Goodie-Bags zu packen, in die dann Sachen reinkommen, die auf der Straße unbedingt gebraucht werden. Sei es eine Powerbank, Hygieneartikel hatte ich schon genannt, FFP2-Masken, ein Sitzkissen, ein Regenponcho, eine Stirnlampe, das sind nur einige Sachen. Es waren ganz viele Bestandteile, die da reinkommen, und dann haben wir gesagt, okay, so ein Beutel hat einen Wert von knapp 40 Euro und wir möchten 150 bis 200 Goodiebags an Obdachlose abgeben, das wir übrigens nicht selber gemacht haben, sondern das über Gangway, das ist ein Fanprojekt in Köpenick, die Obdachlosen regelmäßig besuchen. Das ist auch so ein spezielles Vertrauensverhältnis, was da existiert. Man kann halt nicht selber hingehen und sagen, hier, ich schenke dir was, sondern sollte man Leuten überlassen, die erstens wissen, wo man die Obdachlosen antrifft und zweitens, die auch ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Leuten haben. Und diese für die Goodiebags haben wir gesammelt, zusammen mit der Unionsstiftung, Schulter an Schulter. Und da ist einiges zusammengekommen. Ja, und das haben wir dann in diese Goodiebags investiert, die dann vor 4 Wochen vom Fanclub gepackt wurden, zusammen mit Mitgliedern der Fan- und Mitgliederabteilung von Union. Und die sind jetzt mittlerweile in der Verteilung an die Obdachlosen. Neben den ganzen Aktionen, die Union auch macht, war das eben eine Aktion, um andere Sachen an die mit auf die Straße zu bringen, die die Leute brauchen. Wie kam das denn bei dem Verein an, dass ihr auftaucht und so eine Sache auf einmal unternehmt? Ich sag mal so, es war nicht, wir haben schon mit unserem Auftreten nicht nur Freunde gewonnen, sage ich mal so, sondern mit unserem Auftreten oder auch mit dem, was wir in unserer Präambel als Fanclub geschrieben haben, haben wir halt unter anderem geschrieben, Politik gehört ins Stadion. Um hier gleich Schnappatmung bei einigen zu verhindern, wir meinen nicht, dass Parteipolitik ins Stadion gehört, sondern Politik gehört ins Stadion. Dieser Begriff Politik hat im Stadion nichts zu suchen, ist völliger Quatsch, weil Sportvereine sind Bestandteil der Zivilgesellschaft und bewegen sich in ihrem lokalen Raum innerhalb eines politischen Raumes. Also sie sind, egal ob ich jetzt dafür eintrete, mein Stadion selber zu bauen, ob ich dafür eintrete, nur Stehplätze zu haben oder ob ich dafür eintrete, ich möchte Obdachlosen helfen, damit greife ich in die Politik ein. Ich
betätige mich damit politisch. Und das muss man einfach begreifen, dass Politik im Stadion nicht nur heißt, ich wähle Partei X oder Partei Y, sondern ich tue was. Und somit bin ich Bestandteil einer politisch handelnden Masse. Und das hat halt nicht jedem gefallen innerhalb der gesamten Fanclubs, die es bei Union gibt. Da gab es viele Diskussionen, aber letzten Endes haben wir gesagt, okay, wir wollen Taten sprechen lassen. Mhm. Lasst uns doch erstmal ankommen. Wir würden gerne uns einbringen in das Leben, in das Union-Leben, würden gerne uns an verschiedenen Aktionen beteiligen. Und das haben wir gemacht, haben halt viel sprechen müssen. Natürlich, klar, wenn da jemand auftaucht, der sagt, er möchte das und das haben, wird man natürlich erstmal kritisch beäugt. Aber letzten Endes glaube ich, dass wir haben mit vielen Stellen gesprochen innerhalb des Vereins, dass letzten Endes wir mit unseren Taten oder mit unseren Vorhaben dann doch überzeugt haben, dass wir das auch tun, was wir versprechen. Und der Fanclub läuft auch erstmal die ersten Jahre mit dem Namenszusatz auf Probe. Genau, aber das ist nicht nur spezifisch bei uns, das ist grundsätzlich so, dass eingetragene Union-Fanclubs zunächst auf Probe laufen, weil durch eine Anerkennung als EUFC, also als eingetragener und vom Verein anerkannter Fanclub, es auch gewisse Gegenleistungen gibt und die kriegt man erst nach 2 Jahren. Gut, also dann haben wir in einem Jahr, können wir ja nochmal gucken, wie es dann lief. Aber jetzt tatsächlich auch so eine Aktion, also wenn ihr jetzt ganz fleißig viele Beutel packt, das war ja nur eine Aktion. Ich glaube, wart ihr nicht auch dabei bei der Aktion, wo Mini-Häuser gebaut wurden für Obdachlose? Mhm. Genau, die Tiny House Aktion, genau. Wie kommt das beim Verein an? Also ich muss sagen, beim Verein ist das hervorragend angekommen. Also ich habe jetzt nichts Negatives gehört. Ich wüsste jetzt nicht. Unterstützt also, der Verein sowas, so eine Aktion? Also auch tatkräftig und finanziell? Achso, du meinst jetzt die diese Aktion? Sowohl die Beutel als auch die Tiny Houses. Hm. Also bei den Tiny Houses ist ja eine Aktion der Unionsstiftung Schulter an Schulter. Die haben halt zusammen mit dem Verein, ich weiß nicht genau, wie er heißt, es gibt diesen Verein, dieser Tiny Häuser, die haben zusammen Spenden gesammelt und haben aus den gesammelten Spenden dann eben die Materialien für die Häuser gekauft, die dann von Fans, von Fanclubs zusammengebaut wurden. Also praktisch wie ein Bausatz, der lag da und dann baut man diese Häuser zusammen unter Anleitung von erfahrenen Menschen, die sowas häufiger machen. Und das sind natürlich Sachen, wo der Verein aktiv mitmischt. Wie lange braucht man für so ein Haus? Also wir haben mit straffer Organisation um 9 haben wir angefangen und waren 17 Uhr fertig mit den Häusern. Also dann wurden halt Gruppen gebildet und es waren immer so 15 Leute, die sich um ein Haus gekümmert haben. Und da ist man wirklich die ganze Zeit beschäftigt mit Sägen, mit Schrauben, mit Nageln und bis dann alles fertig ist. Ist schon ein straffer Zeitplan. Also es war hart, weil 18 Uhr sollten dann die Häuser übergeben werden an die neuen Bewohner. Also musste man auch bis 18 Uhr fertig werden und das haben wir auch geschafft. Also man hat wirklich straight durchgearbeitet. Rolf, wie kommen denn so eine Aktion auf der anderen Seite an? Wie ist die Reputation von solchen Fans, Aktionen, die Fans von Union Berlin machen? Also bei mir persönlich kommt so eine Aktion tatsächlich meistens einfach auch kommunikativ gar nicht erst an. Also ich persönlich finde so eine Aktion tatsächlich sehr gut. Also wenn sowas gemacht wird, ist es auf jeden Fall eine gute Geschichte, weil auch bei Hertha passiert sowas ja in so einer Form. Auch zum Beispiel Tiny Houses gab es bei Hertha zum Beispiel auch als Aktion, dass sowas gebaut wurde. Und ich finde es halt wichtig, weil wir ja vorhin schon festgestellt haben, so ein Fußballverein ist ja nicht zwingend standalone, also der existiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern so ein Fußballverein ist halt Teil der Stadt und Teil des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und deswegen hat aus meiner Sicht ein Verein, auch ein Fußballverein, wenn er halt eine gewisse Größe erreicht hat, spätestens dann auch
die Pflicht, sich sozial zu engagieren. Dass die Fans das in Eigeninitiativ machen, super, halte ich auch für richtig und wichtig. Aber es, für mich gehört es halt irgendwo dazu. Also nicht selbstverständlich, aber ich glaube schon, dass man schon eine gewisse soziale Verpflichtung dann auch hat. Das ist ja das, was ein Verein ausmacht. Vereinsarbeit. Und die geht halt in viele Richtungen. Vereinsarbeit ist halt hauptsächlich soziale Arbeit. Muss mich übrigens korrigieren, es war nicht Tiny House, sondern Little Homes. Little Homes. Was ist in so einem Home drinne? Und wie groß ist es ungefähr, dass man sich jetzt mal vorstellen kann als jemand, der jetzt zuhört? Na, so ein 3 Quadratmeter groß. Da ist nichts weiter drinne, außer eine Vorrichtung zum Schlafen. Also wo der Schlafsack oder wo ein Bett eingerichtet werden kann und ein Klapptisch. Aber für die Leute, die das nutzen, ist es einfach ein festes Dach über dem Kopf. Wo stehen solche Sachen? Die stehen da nicht irgendwo am Straßenrand hier in Kreuzberg rum, sondern... Nee. Also du musst dann schon mit den Bezirken zusammenarbeiten und hier war es halt mit dem Bezirk Treptow-Köpenick, dass bei diesen 3 Little Homes, die wir da gebaut haben, gab es halt 2 oder gab es 3 Standplätze dafür, die sind, wo auch der Bezirk gesagt hat, den Platz könnt ihr dafür nutzen, der wird von uns auch versorgt, also gepflegt. War das beispielsweise an der Grenzallee stehen 2 und 1 steht im Biesdorf am Bahnhof. Und es sollen noch welche folgen, die sollen dann in Neukölln stehen. Also es gibt da schon, also du kannst die ja nicht einfach nur hinstellen und dann zieht mal ein, das muss schon organisiert werden und vor allem müssen die Leute auch betreut werden, die dann da einziehen. Und die müssen ja auch irgendwo eine sanitäre Anlage vielleicht dann auch haben, ne? Also ja, auch dafür sorgt der Bezirk, dass in der Regel dann diese mobilen Klos aufgebaut werden, die auch vom Bezirk gepflegt werden. Und der Obdachlose oder die Obdachlose, die da drin wohnt, hat dann tatsächlich auch so einen Schlüssel dafür, das kann genau abgeschlossen werden, Wertsachen können da hinterlegt werden. Genau, es kommt ganz normal, kommt ein Voreingeschloss dran und dann ist das abschließt, dann ist das praktisch erstmal für ein kleiner geschützter Raum, den man auch übrigens beheizen kann, jetzt nicht mit einer Heizung, sondern als wir die Häuser da gebaut haben, hat uns einer, der auch in so einem Ding klebt, gezeigt, wie das geht. Dann gibt es solche aus, gibt diese kleinen Teelichter, eine Teelichtheizung. Nimmt man einen Blumentopf, stellt dann Teelichter rein und macht ein Konstrukt und Blumentopf obendrauf, sodass das beispielsweise wie 2 Glocken übereinander und die Teelichter macht man an. Da kann man so ein Tiny House auf 26 Grad erhitzen. Also erwärmen. Erhitzen jetzt nicht, aber erwärmen. Ist ja, das ist auch warm. Ist ja geil. Ja, ist vielleicht offenem Feuer in einer Holzhütte, aber gut, es sind Teelichter und letzten Endes spenden sie auch Wärme. Rolf, bei Hertha fällt mir jetzt von außen auch erstmal ein Aktion, die Hertha-Kneipe. Die wurden, glaube ich, ja auch die wurden auch ausgezeichnet, ne, von der 11 Freunde mit einem Preis beim Saisonrückblick im wann war das? Im Oktober, glaube ich. Oder Saison-Jahresrückblick bei Freunde. Die Aktion hat tatsächlich auch eine gewisse Reichweite dann gehabt. Aber was passiert denn sonst noch bei Hertha, worüber man auf jeden Fall mal sprechen kann? Und Tatsächlich jede Menge. Also es ist so, dass sich sowohl Verein als auch Fans in verschiedener Form engagieren und das bekommt man natürlich auch nicht alles mit, was ich auch richtig finde, weil nicht jeder möchte ja für das, was er macht, sag ich mal, da auch aktiv Lob empfangen. Er macht es halt einfach, weil er es möchte, aus einem inneren Antrieb heraus. Aber es hat sich bei Hertha tatsächlich in letzter Zeit aus meiner Sicht einiges getan. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Hertha-Kneipe denke, das ist eine Aktion, die ja aus der Aktion Blau-Weißes Stadion entstanden ist, weil ja in der Corona-Pandemie die Zeit lang gar nicht wegen Stadion verhandelt werden konnte, haben sich die Leute dann auf was anderes konzentriert und dann quasi eine Kneipenrettung initiiert,
eine sehr erfolgreiche. Es gibt aber zum Beispiel auch sowas wie 1892 hilft, ein Verein aktuell noch in Gründung, der aus einer Wasserverteilaktion quasi entstanden ist, der dann im Sommer quasi Wasser verteilt, im Winter eher warmes Essen, warme Getränke, jetzt mittlerweile auch Schlafsäcke austauscht, also Schlafsäcke verteilt und dreckige Schlafsäcke einsammelt, damit die gereinigt werden. Und da ist zum Beispiel nicht nur dieser Verein dann dabei, sondern da sind auch ganz viele Leute im Hintergrund. Also Menschen, die zum Beispiel Brötchen backen und zur Verfügung stellen, also eine Bäckerei in dem Fall oder eine Wäscherei, die halt auch wirklich diese Schlafsäcke wäscht. Also da ist ja auch ganz, ganz viel Vernetzung, die da stattfindet. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil dieser sozialen Arbeit, die stattfindet, sowohl bei Union als auch bei Hertha. Einfach diese Vernetzung mit den Leuten, weil nichts kann alleine stattfinden. Es sind aber auch viele kleine Dinge. Also es wird für Kinder was gemacht. Hertha ist auch generell selber sehr sozial engagiert. Zum Beispiel gibt es den Willem-Wernicke-Preis, den gibt es jetzt, also ist bis jetzt einmal verliehen worden, so wird dieses Jahr, glaube ich, wieder verliehen, wenn ich das richtig verstehe, wo soziales und gesellschaftliches Engagement einfach auch ausgezeichnet wird, also auch mit einem hochdotierten Preis. Auch die Aktion Spendet Becher, rettet Leben, die ist ja jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre alt, wo dann tatsächlich aus dem Bereich der Ultras ja dann an einem Spieltag die ganzen Pfandbecher eingesammelt werden und das Pfand, was dann da zusammenkommt, das Geld, wird entsprechend gespendet. Also um wirklich zu sagen, was da alles passiert, das ist aus meiner Sicht fast schon zu groß. Also auch der Verein geht zum Beispiel zu Weihnachten auch immer wieder ran und erfüllt Wünsche von Fans, denen es nicht so gut geht. Wünsche zum Beispiel auch von Kindern. Hertha geht zum Beispiel auch ins Helios-Klinikum auf der Krebsstation, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Hertha engagiert sich auch zum Beispiel gegen Rassismus, für Integration. Deswegen gibt es ja bei Hertha seit, ich glaube, dieser Saison, vielleicht auch seit letzter Saison, das habe ich gerade nicht richtig im Kopf, auch ein Blindenfußballteam. Da passiert also ganz, ganz, ganz viel. Hertha hat auch einen eigenen Sozialbericht, wo ganz viele Aktionen drinstehen, sowohl vom Verein selber als auch von Fans. Und da ist vieles, was man, glaube ich, oftmals auch gar nicht so wahrnimmt im ersten Augenblick. Ich glaube, das ist auch bei Union so, dass da ganz viel Engagement drinsteckt, was man oft im Alltag gar nicht mitbekommt, Nimmst du es auch weil so es wahr, halt Ralf? unterm Radar auch oft läuft. Was? Ralf, nimmst du es auch so wahr, dass da Ja. sehr, sehr wenig wahrgenommen wird? Ja, das ist so, klar. Aber das hängt ja auch damit zusammen, dass wir alle uns in irgendeiner, ich will nicht sagen Bubble bewegen, aber es ist vielleicht auch gut so, dass vieles sich unterm Radar bewegt. Meinst du Weil nicht, dann. das würde auch dem Ansehen von Fußballfans, die ja sonst immer eher für Ausschreitungen, Pyro und Gewalt und komische Banner ja, kritisiert werden, wenn man auch wahrnimmt, dass die so eine Sachen machen? Ja, das ist sicherlich ein angenehmer Nebeneffekt, aber letzten Endes engagieren wir uns ja nicht, um irgendwo eine Schlagzeile in der Presse zu kreieren, sondern um tatsächlich zu helfen. Und es passiert halt viel innerhalb der Vereine, bei Hertha wie auch bei uns, was nicht in der Presse landet. Die ganzen Fanclubs, die unterwegs sind, der eine macht da halt ein bisschen mehr Tamtam drumherum, der andere macht das ohne irgendwas darüber zu erzählen, Jahr für Jahr. Sammeln Geld oder für Hospize. Also die Fanclubs, die heute zumindest bei Union unterwegs sind, die machen alle Aktionen, aber hängen sie eben nicht an die große Glocke. Da geht es halt ausschließlich ums Helfen. Aber Und wenn der man Spruch, Ralf, der Spruch, tue Gutes und sprich drüber, den ich ja als Thema heute mal gewählt habe oder den wir uns ausgesucht haben, der kommt ja nicht von ungefähr.
Ja, es ist eine Gratwanderung zu sagen, okay, ich gehe damit an die Öffentlichkeit, um möglichst viel zu generieren, Aufmerksamkeit oder auch Spendengelder. Aber es ist ein schmaler Grat dahingehend, dass es dann zu sehr in die PR-Ecke rückt, wo es dann auf einmal ausgeschlachtet wird. Ich muss nur ein Beispiel, als wir diese Little Homes gebaut haben, kam auch Fernsehsender, der RBB war da, RTL war da. Der RBB war einen ganzen Tag da, hat nicht gestört, hat seine Berichte gemacht, hat Filmaufnahmen gemacht. Dann kam RTL und für die musste man extra Situationen herstellen. Man musste, die haben dich bei der Arbeit gestört, die haben Schwachsinn von dir verlangt, was du, also nicht Schwachsinn, aber sie haben sich praktisch richtig eingemischt und haben dich von der Arbeit abgelenkt und haben auch Situationen dargestellt, die so eigentlich nicht passiert sind. Also da hat man gemerkt, die waren nur aus auf schnelle Bilder, auf ein paar kurze Informationen und waren auch wieder weg. Wenn man so macht wie der RBB, die wirklich darüber, über die Sache berichtet haben, die auch die Hintergründe erfragt haben, die auch die Leute haben zu Wort kommen lassen, dann merkst du auch, dass da Interesse dran ist, auch was zu transportieren, nämlich eine Idee und das Anliegen. Bei den anderen war es einfach nur, wir brauchen ein paar geile Bilder. Ja, klar, hier sind Fußballfans, die nicht nur Pyrotechnik und nicht nur Prügeleien organisieren, sie können auch was anderes, aber das war es dann auch. Da kam nicht viel Inhaltliches rüber. Geht es dir da auch so, Rolf, dass zu viel Medien eigentlich dann nicht ganz so zuträglich sind, wie man es gerne hätte? Also die Frage ist mal, wie Medien das Ganze dann aufnehmen und wiedergeben. Also das, was ich bei Hertha merke im Umfeld, ist, dass es eigentlich sehr respektvoll bisher läuft. Also das, was ich zumindest mitbekommen habe. Wobei all die Sachen, wo ich mich beteiligt habe bisher, da war zum Glück kein Kamerateam dabei. Ich bin aber glaube ich, auch selber, sage ich mal, ganz, ganz froh darüber, dass ich jetzt, sage ich mal, diese Öffentlichkeitsarbeit selber nicht leisten muss. Also da finden sich zum Glück in den ganzen Aktionen auch immer wieder einzelne Leute, die, ich sage jetzt mal, die Pressearbeit übernehmen. Und das soll auch so sein. Und ich bin auch ganz bei Ralf, wenn sowas aufgenommen wird und wiedergegeben wird, dann sollte es authentisch passieren und auch ohne die Leute bei ihrer Arbeit zu stören. Dass man vielleicht, sage ich mal, ein einzelnes Foto mal stellt, ja, okay. Aber doch nicht irgendwie ganze Arbeitsabläufe, damit irgendwie jemand da einen Filmausschnitt für hat. Also, das kann ich dann nicht nachvollziehen und finde ich auch nicht dienlich. Ne? Also, Öffentlichkeit soll das Ganze schon generieren, weil ich auch der Meinung bin, dass man gute Taten auch mal zeigen darf, weil Fußballfans halt tatsächlich mehr sind als nur irgendwelche Chaoten. Da steckt halt viel, viel mehr dahinter. Wie hoch ist denn die Zufriedenheit über die eigenen guten Taten? Ich finde eigentlich, die Zufriedenheit ist eigentlich sehr hoch. Also wenn ich sehe, was vielerorts auch von den immer wieder gescholtenen Ultras geleistet wird, muss ich sagen, einfach 1A. Also auch deine eigenen Handgriffe, die du machst, die meinte ich eher so. Also ja. Ja. Ja, da fehlen einem schon manchmal die Worte, was man so selber macht, ne? Ja. Ja. Habe ich auch, wie Ralf es von gesagt hat. Also man macht ja sowas nicht, um damit zwingend jetzt hausieren zu gehen. Also man macht das ja auch aus einem gewissen Eigenantrieb, weil man halt tatsächlich Leuten helfen möchte. Und ich kann für mich sagen, ja, es ist wichtig, dass so eine Aktion eine gewisse Reichweite auch erfahren. Aber ich mache die Aktion nicht, um Reichweite zu generieren. Ich mache die Sachen, weil ich dahinter stehe und weil ich dann halt, wenn ich die Zeit auch da dafür habe, Leuten zu helfen. Und ich habe mitgemacht beim jetzt 1892 hilft, versuche ich halt, wenn es geht, zu helfen. Und wenn es halt nun mal ist, das Lager zu sortieren. Ich habe bei Hertha mitgemacht, bei der Spurensuche nach Elias Kaschke. Und auch das habe ich jetzt nicht gemacht, um damit Aufmerksamkeit zu erregen, sondern weil es was war, was mir
auch wichtig war, um da auch in Zeiten mal einzusteigen im Verein, die in Vergessenheit geraten sind. Sag doch nochmal, Elias Kaschke, also für die, die den Namen noch nicht gehört haben. Worum ging es da? Also Elias Kaschke war in den 1920er und 30er Jahren, also Anfang 30er Jahren, Mitglied bei Hertha. Und man ist auf ihn gestoßen durch den Vereinsarzt damals. Und da gab es plötzlich so ein paar Parallelen und er ist dann halt auch im Register aufgetaucht und hat man sich halt entschieden, weil er halt auch in Sachsenhausen umgekommen ist, genauso wie Hermann Horwitz, dann halt einfach nach ihm ein bisschen zu gucken. Und ja, am Ende hat sich halt herausgestellt, dass er zwar Vereinsmitglied war, aber offensichtlich keine Funktion im Verein hatte, aber Hertha auch immer wohlgesonnen war, also auch in der Vereinszeitung aufgetaucht ist mit Grüßen. Und ja, am Ende ist er tatsächlich als Jude von den Nazis damals dann nach Sachsenhausen deportiert worden und ist dort auch verstorben. Und es ist aus meiner Sicht halt wichtig, so eine Geschichte auch immer wieder ja, aufzudecken und zu zeigen, was halt mit Leuten passiert ist. Ich meine, das war ein Vereinsmitglied. Also ich könnte mir selber nicht vorstellen, wie es heute wäre, dass Vereinsmitglied, Leute, die ich kenne, dass die plötzlich von der Bildfläche verschwinden. Also das möchte ich mir persönlich gar nicht ausmalen. Weil du gefragt hast, was das mit einem macht, wenn man helfen kann. Also ich war erstmal schwer begeistert, welche Unterstützung wir von der Fan- und Mitgliederabteilung bekommen haben, von der AG Soziales, die jeden Dienstag Suppenküche machen, die wintermäulig warm gestalten, wo Obdachlosen warme Klamotten zur Verfügung gestellt werden. Den hatten wir unser Projekt vorgestellt und die waren Feuer und Flamme und haben zusammen mit der Stiftung das unterstützt. Als die Goodiebags fertig waren, hatte ich ja schon erzählt, wir haben die gepackt vor 4 Wochen, dann ging es dran, die Sachen zu verteilen. Und da hatten dann uns beispielsweise vom Fanprojekt Gangway gesagt, das ist ein sehr, naja, der Kontakt zu den Obdachlosen ist auf viel Vertrauen basierend. Wenn da fremde Leute kommen, sind die sehr vorsichtig oder ziehen sich auch zurück. Und haben wir gesagt, okay, wir müssen da nicht in erster Reihe stehen und wir wollen auch nicht selber, wir hätten es gerne getan, klar. Die Goodiebags, wir haben angeboten, wir kommen mit 20, 30 Leuten und verteilen das im Stadtgebiet. Das war aber gar nicht so im Sinne derer, die gesagt haben, nee, das wollen die eigentlich gar nicht. Die haben ihre Kontaktpersonen, die sie regelmäßig nach dem Rechten geschaut wird. Und dann hat Gangway angeboten, im Prinzip die Beute durch ihre Teams an den entscheidenden Stellen in Berlin mit zu verteilen. Und gestern hatten wir FUMA-Sitzung und da war auch die Kollegin von Gangway dabei und hatte uns dann berichtet von den Teams, die unterwegs waren, als die Beutel verteilt wurden, dass die Obdachlosen, für die war das wie Weihnachten, Geburtstag an einem Tag, die Augen haben geleuchtet, die haben die Sachen ausgepackt und haben sich, waren einfach glücklich über das, was man ihnen gegeben hat, also das, was sie zum täglichen Leben brauchen. Und wenn ich das als Reaktion habe, würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ich bin glücklich darüber, dass das so gut angekommen ist, dass es denen auch hilft. Und dann würde ich sagen, Ziel erreicht, alles richtig gemacht, die Aktion muss weitergehen. Ja, also wenn da jetzt nicht noch irgendein guter Hinweis kommt, möchte ich noch eine Frage stellen, nochmal zu der Reichweite. Und zwar, dass die Motivation kann ja eben dann doch die Reichweite sein, wenn man nämlich mit der Reichweite dafür sorgt, dass andere Leute sich dem anschließen oder nachmachen, ja, und auch ja, in die Hände spucken und gute Sachen anstellen. Ja, es ist aber ein schmaler Grat dahin, dass es dann nicht mehr dem Zweck dient, sondern dann nur noch der PR dient. Nee, dann nicht, aber wenn man dafür, dann, sag ich mal, mit der Reichweite, auch mit der gewissen Prominenz, die Ja. man damit erlangt, andere Leute motiviert zu sagen, hey, ich mach das nach, oder wir machen viel zu wenig als Fanclub zum Beispiel, Ja. fände ich doch Ja, einen guten Effekt, dann auf ja, ja. Reichweite zu gehen. Man braucht
Ja, man braucht Reichweite, um natürlich entsprechend auch Ergebnisse oder Erlöse zu generieren, die man für die Arbeit braucht. Das stimmt schon. Man muss es halt abwägen, wie weit man dann geht. Also ich glaube, wenn man so eine Aktion wie die Little Homes oder Tiny House Geschichten, dass da schon großes Interesse dran wäre, dass Fernsehstationen kommen würden und sich damit auch Reichweite schaffen und sagen, okay, hier die bösen Fußballfans, die tun mal Gutes. Aber will man das? Will man so eine große Öffentlichkeit, um eigentlich auf was hinzuweisen, was eigentlich normal sein sollte? Naja, ist ja die Frage, was überhaupt eine große Öffentlichkeit ist. Ist das, ja, ein Fernsehteam kommt mal mit oder man ist regelmäßig mit einer Serie in einer Zeitung oder so. Ich glaube, da kann man, da gibt es schon noch ein paar Abstufungen. Aber grundsätzlich glaube ich, das ist schon ganz gut, wenn man sagt, hey, das und das machen wir und ja, unterstützt uns vielleicht damit. Ja. Also ist ja kein schlechter. Also, ich finde tatsächlich, dass es schon wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen, weil es wirklich viele Leute gibt, die helfen wollen, aber viele auch tatsächlich gar nicht wissen, wie sie helfen können. Und wenn es dann einfach auch jemanden gibt mit einer Idee, der das auch ein bisschen koordiniert in die Hand nimmt, dann freuen sich da viele Leute schon, weil sie einfach dann einen Anlaufpunkt haben und ja, ihre Hilfe in irgendeiner Form leisten können, sei es jetzt durch eine Geldspende, durch eine Sachspende, indem sie selber die Nachricht weiterteilen. Da ist, glaube ich, schon ganz viel geholfen. Aber ja, klar, es ist natürlich ein schmaler Grat, aber man braucht aus meiner Sicht eine gewisse Aufmerksamkeit, um die Leute, die gar nicht wissen, wie sie helfen können, einfach auch abzuholen. Und dafür brauchst du halt Öffentlichkeit und natürlich auch, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Ich meine, warum muss man so eine Tiny oder Little Homes bauen? Warum muss in der Stadt durch Privatpersonen, durch Vereine Essen ausgeschenkt werden? Das sind ja alles Problemfelder, die man damit ja auch einfach ins Licht drückt. Und ich bin tatsächlich froh, dass so eine Aktion im Verein auf offene Ohren stoßen. Also da bin ich auch echt dankbar, dass wenn Leute da zu Hertha gehen und sagen, wir haben hier eine Idee, dass das auch gehört wird und dass davon von der einen Seite auch gesagt wird, ja, finden wir toll, unterstützen wir. Und diese Zusammenarbeit, diese Synergien, halte ich für eine wichtige Sache, weil auch ein Verein mit so einer Aktion, wenn die dann vom Verein auch in irgendeiner Form benannt werden, ist das ja auch ein Multiplikator. Und sowas darf man nicht unterschätzen. Das sind viele Räder, die da ineinander greifen. Und es muss aus meiner Sicht zu einem gewissen Teil so sein, um einfach auch die Aufmerksamkeit zu nutzen, diese Probleme auch einfach mal herauszustellen, die es da gibt. Wenn man euch jetzt unterstützen möchte bei der nächsten Aktion, an wen muss man sich da richten? Bei der Hertha zum Beispiel jetzt. Also da kommt es, glaube ich, ganz stark darauf an, was man unterstützen möchte, wen man unterstützen möchte. 1892 hilft, ist zum Beispiel auf den sozialen Medien, auf den gängigen unterwegs, heißt bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. 1892 hilft hat, glaube ich, sogar mittlerweile eine eigene Website. Da kann man sich auf jeden Fall entsprechend hinwenden, wenn man da unterstützen möchte. Wenn man jetzt wirklich Herthaner ist und auch schon eine Idee hat, dann kann man sich natürlich auch bei Hertha an die Fanbetreuung wenden, um danach zu fragen. Es hängt, glaube ich, ganz stark davon ab, welche Aktion man unterstützen möchte und welches Ziel man verfolgt. Es wird ja auch zum Beispiel im Winter werden Klamotten gesammelt, aktionsweise an einem Spieltag vom Stadion. Auch da kann man sich dann natürlich mit Kleidung beteiligen. Also es kommt, glaube ich, immer ganz stark darauf an, was man machen möchte, wen oder was man unterstützen möchte. Und in Köpenick, wo meldet man sich da am besten? Da gibt es ähnlich wahrscheinlich wie bei Hertha verschiedene Möglichkeiten. Man kann beispielsweise, wenn man jetzt die Aktion von unseren Goodiebags unterstützen möchte, die wir ja weitermachen wollen, zusammen mit der FUMA, im Herbst, dann im Zusammenhang mit Winter mollig warm, dann auf unsere Homepage gehen, www.grenzenlos-eisern.de. Da gibt es Beiträge zu dem Thema Goodiebags.
Da steht alles drauf, da ist auch die Spendennummer, das Spendenkonto drauf. Wenn man diese Aktion konkret für die Goodiebags unterstützen möchte, das ist das Konto, das ist nicht unser Konto, sondern das ist das Stiftungskonto von der Union-Stiftung. Mit dem richtigen Vermerk dabei kommt das Geld dann bei uns an. Und wenn man generell was tun möchte, gerne immer an die Union-Stiftung herantreten. Da werden immer helfende Hände gesucht, sei es bei Flüchtlingsarbeit, sei es bei Jugendarbeit etc. Da gibt es, oder auch in der Arbeit, auch in Aktion oder für eine Stützung bei Unterstützung für Obdachlose, gibt es dort viele Projekte. Oder man kann beispielsweise auch, wenn man jetzt Unioner ist, bei der FUMA Mitglied werden, AG Soziales, wo viele Fanclubs Mitglied sind, die soziale Projekte machen. Das wird dann in der AG Soziales koordiniert. Also wer möchte, kann sich auch dahin wenden. Aber der erste Weg sollte immer an die Union-Stiftung sein. Gut, dann machen wir da jetzt mal einen Punkt. Und wir kommen jetzt gleich zum Ende. Und vorher möchte ich noch von euch wissen, wer war jetzt in der letzten Woche der Herthaner der Woche und der Unioner der Woche? Aber diesmal nicht, man wählt es aus dem eigenen Verein, sondern ihr wählt quasi über Kreuz. Hat da jemand schon einen Kandidaten? Freiwillige voran. Also ich habe tatsächlich viel überlegt, wer das bei Union sein könnte, weil, ja gut, also ich meine, jetzt die Spieler momentan so Siege sind jetzt nicht wirklich drin. Gab viele Abgänge. Ich glaube, vor der Winterpause wäre es noch Max Kruse gewesen. Aber für mich ist es tatsächlich Urs Fischer, weil er es einfach hinbekommt, jetzt immer wieder auch eine Mannschaft aufs Feld zu bringen, die Leistung schafft und halt wirklich mit diesen sich verändernden Anforderungen zurechtkommt. Also wenn ich jemanden für Hertha verpflichten könnte, sofort, dann wäre es der Trainer, wäre es Urs Fischer, den würde ich sofort zu Hertha holen. Ja, er ist ja schon mal in derselben Stadt. Vielleicht werden deine Wünsche irgendwann mal erfüllt. Ja, Ralf und Rolf hat mir meine Idee vorweggenommen. Auch ich gehe eher auf die Trainerposition, weil mir Taifun Korkut aktuell ein bisschen leid tut, aber dafür doch noch gute Arbeit leistet. Also Taifun Korkut ist aktuell, glaube ich, der beständigste Herthaner, der dort auf dem Feld steht und der versucht, da die Mannschaft zu motivieren und einzustellen. Und ich glaube, das ist aktuell ein Knochenjob. Und wir hatten ja das Thema ja vorhin schon, und mit der Option halt am Saisonende dann aufzuhören, ist das schon eine immense Herausforderung, die ja da angegangen ist. Also für mich aktuell Taifun Korkut im Rahmen aufgrund seiner Feuerwehrmann-Tätigkeit, die er da zu leisten hat. Dabei bist du angezogen wie ein Feuerwehrmann, ganz im Rot. Das stimmt, rotes T-Shirt. roten Hoodie, da kann man ja nochmal drauf hinweisen, ist immer wieder wichtig. Na, wer liest vor? Wichtig ist auf dem Deckel. Was genau. Ist das nochmal gewesen? Genau, na, Rolf hat es ja gerade gesagt, die Unterstützung der lokalen Kneipen, Support your local Kneipe sozusagen. Die Fankneipen dürfen nicht sterben, also gerade jetzt nicht, ich meine, wir gehen ja davon aus, dass wir Corona bald irgendwie überstanden haben, aber die Kneipen sind einfach die Fankneipen, das sind einfach das Lebenselixier eines Fußballfans. Also die Kneipen dürfen nicht kaputt gehen. Die müssen unterstützt werden, gerade in solchen Zeiten. Also insofern wichtig ist das, was auf dem Bierdeckel steht. Bei Friedrich Merz zum Beispiel. Ach nee, das war was anderes. Und was stand da nochmal bei dir auf dem T-Shirt, lieber Rolf? Da stand feine Sahne Fischfilet. Da weiß ich, dass es da ein paar Union-Fans gibt, die da immer zum Konzert gehen. Vielleicht trefft ihr euch da mal. Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich schon Union-Fans auf einem Feine Sahne Fischfilet-Konzert getroffen, und zwar in Spandau, in der Zitadelle. Ja. Herzliche Glückwünsche gehen raus ans Textilvergehen. Ja. Genau, an die habe ich auch gerade gedacht. Ja, leider dürfen sie da ja nicht mehr spielen. Das Textilvergehen darf nicht mehr in die Zitadelle? Nein, natürlich nicht. Die dürfen natürlich immer dahin. Aber Feine Sahne hat ja wohl von dem CDU-Stadtrat da ein Auftrittsverbot bekommen. Nee, ist der nicht inzwischen abgewählt worden? Keine Ahnung. Bei der letzten Wahl? Ah, ist auch schon wieder so lange her. Egal. Naja, wir haben jedenfalls jetzt die 94. Folge Plattsport überlebt. Wie hat es euch denn gefallen, so nach langer Abstinenz?
War schon anstrengend. Oh, so soll es sein, dann war es gut. Ganzen Tag am Rechner und. Nee. Es wird erst wieder normal sein, wenn wir dann irgendwo in der Kneipe sitzen, Mikrofon in die Mitte oder irgendwo nicht in der Küche, sondern irgendwo in einem Wohnzimmer sitzen und aufnehmen. Und ein Händchen halten können, ne? Ja, ganz genau. Aber so via Rechner, das ist, ja, das ist okay, aber es ersetzt nicht eine kleine Runde mit einem Bierglas in der Hand, vielleicht in der Kneipe oder sonst wo. Ja, und Rolf, wie hat es dir gefallen? Es war für mich tatsächlich mal wieder schön in dieser Dreierrunde, weil es sich einfach so unheimlich gut einfach ergänzt. Martin, du moderierst das Ganze auch immer so souverän. Ja. Und Ralf, ich meine, wir spielen uns da gerne mal die Bälle zu oder faulen uns gegenseitig, aber mir macht das immer Riesenspaß und klar, schön auf jeden Fall, wenn man das mal wieder live zusammen machen könnte. Kriegen wir schon auf die Bühne. Ja. Wir haben in einem Proberaum haben wir angefangen. Ne? Genau. Genau. Irgendwo da saßen wir. In Friedelhain. Und ich dachte, na, es ging ja da mal um das Thema Nazis und dann kommen auf einmal so zwei Glatzen in den Proberaum. Ich dachte, ey, fuck, vor allem ich erinnere mich, das erste Bild von Ralf, was ich gesehen habe, das war ja, da sah der aus wie so ein Neonazi. Ja. Boah. Und hast auch noch so bitter geguckt und ich dachte, fuck, die schlitzen mich hier auf in meinem Proberaum. Und dann dachte ich so, und es war dann am Ende doch ganz harmlos und sehr gut. Ja, definitiv. Ja, es wird einfach Zeit, dass wir uns regelmäßig mal wieder unterhalten. Ja, klar. Über die Sachen, die so uns bewegen. Muss ja nicht immer um unsere Lieblingsbeschäftigung gehen. Kann ja auch mal um andere Dinge gehen. Wir können auch gerne mal eine Sendung über Curling machen. Also wer jetzt gerade zuhört, die Folge hört und sagt, über Curling möchte ich mal sprechen, dann ich gerne Nachricht. Ich bin Curling-Spieler. Hier bin ich. Ja. Meine, es Snooker. Gibt ja, Snooker ist auch geil. Ja. Suchte ich gerade ganz, ganz mächtig. Ich habe ja gerade so ein bisschen wieder meine Fußball-Hassphase und da ist Snooker eigentlich ganz cool. Echt? Ja, ich gucke gerne Snooker. Also im Moment gucke ich Snooker, Football. Ja, manchmal probiere ich es wieder mit Fußball. Gestern habe ich angefangen, hier Champions League irgendwas zu gucken und dachte, oh, ich kann Ronaldo echt nicht sehen. Und oh, Mann, dieses Gerolle, da einer wird irgendwie an der Hose angefasst und schon geht er in die Knie und meine Nase, ey. Und dann bin ich zum Snooker gegangen. Da hat dann Jet Trump verloren. Mhm. Wenn du Snooker anguckst, kannst du auch Sportangeln angucken. Boah, wenn es gezeigt wird, ja. Ja, sollte es geben. Aber für den Fall, es könnte ja sein, dass wir noch ein paar Hörer haben nach so vielen Monaten Abstinenz. Ist da noch jemand? Hallo? Können uns ja mal sagen, über welche Sportart wir uns mal unterhalten sollen. Genau. Gerne übers Podenton oder. Genau, wir unterhalten uns am besten, genau, das ist das neue Konzept. Wir unterhalten uns noch über Sportarten, die uns die ZuhörerInnen zurufen und dann zeigen wir, wie wenig wir davon verstehen. Ja, und das ohne vegane Wurst und mit deftigen Worten im typischen Stadionton. Ach ja, und wenn ihr bis hierhin gekommen seid, schreibt doch mal eine Mail an kontakt@plattsport.de und stellt uns mal Fragen oder sagt uns doch mal eure Meinung. Haben wir euch gefehlt oder war es eigentlich ganz gut, dass wir nicht da waren? Ja, also kontakt@plattsport.de. Ich sehe euch gerade hier bei Zoom, wie ihr gerade anfangt, die E-Mail zu schreiben. Anonym natürlich. Ja, na klar. Okay, dann genau. Würde ich sagen, schön, dass ihr da wart, ihr beiden, in meinem Zoom-Chat und hoffentlich bald wieder in echt. Und liebe HörerInnen, bleibt gesund und passt auf euch auf. Das ist, glaube ich, im Moment das Beste, was ihr machen könnt. Und ja, wir hören uns irgendwann wieder in Folge 95 oder so. Ja, würde ich sagen. Jungs. Genau. Ciao. In diesem Sinne, Eiser nach Spandau und nach Kreuzberg. Tschüss. Macht's gut. Plattsport. Der Sportpodcast.